kommen gleich zwei neue Schneefallgebiete auf Deutschland zu. Das eine ist Tief Achmet und da geht es schon am Dienstagnachmittag los mit leichtem Schneefall in Thüringen und Sachsen. Und dann am Abend kommt das Hauptschneefallgebiet im Osten an und zieht dann in Richtung Hamburg. Zu Anfang ist da viel Regen dabei. Das geht dann aber tatsächlich in Schneefall über. Richtung Küste kann es bei Regen bleiben oder bei Schneeregen. Ansonsten gibt es Schneefall bis in tiefe Lagen. Am Mittwochmorgen hat es dann den Großraum Hamburg erreicht. Und Vorsicht, da kann es dann auch sehr glatt sein in der Früh. Das zieht dann weiter in Richtung Rheinland und erreicht dann auch bis zum Abend, also bis zu 23 Uhr ungefähr, erreicht es dann auch Düsseldorf und Köln. Und da kann es dann auch schneien. Tagsüber muss man auch sagen, es ist in ganz tiefen Lagen nicht ganz so wahrscheinlich, dass es schneit. Da gibt es eher Schneeregen oder auch mal Schneematsch. Aber in den Mittelgebirgen fällt viel oder sogar sehr viel Schnee, insbesondere im Nordstau. Von Süden kommt ein zweites Schneefallgebiet von Tief Lisa aus dem Golf von Genua, zieht das über die Alpen und bringt leichten Schneefall im Süden Deutschlands. Also wir haben zwei Schneefallgebiete in Deutschland gleichzeitig. Am Donnerstag lösen sich die beiden Schneefallgebiete dann aber auch mehr oder weniger auf. Es gibt noch einen leichten Schneefall. Aber wir sehen, dass wir relativ viel Schnee bekommen, also von wenigen Zentimetern im Osten, weil es da vorher vielleicht geregnet hat, bis hin zu 50 Zentimeter im Harz. Das ist doch wirklich viel Schnee, der kommt. Und die Schneedecke, wie sieht es da aus? Also das hier wäre mal das Maximum, was man erwarten könnte. Aber wahrscheinlich ist es weniger, denn viel von diesem Schnee wird auch in Matsch aufgehen oder auch sich ganz auflösen. Und das ist hier eher wahrscheinlich alles, was grau ist. Da wird es wahrscheinlich eher das Tauen anfangen. Aber es gibt ein paar Regionen, die tatsächlich eine Schneedecke bekommen. Und es wird wahrscheinlich auch die größte Ausdehnung an Schnee sein, die wir in dieser Saison gesehen haben. So, wie geht es weiter mit dem Wetter? Es bleibt kalt, aber sehr viel Schnee kommt dann erstmal nicht mehr. Aber bis Mitte Januar bleibt es, wie gesagt, auf jeden Fall mal kalt. Und da kann ja auch noch viel passieren. Der Winter ist ja noch lang. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.wetter.de.